schätzen. Geht euch gar nicht. Upp, sorry. Hast aber nicht so viel verpasst. Ach ja. Und wie sehr freue ich mich auf Final Fantasy Pixel Remastered. Remasters. Das wird toll. Ach ja. Nur so zur Info für die, die neu sind. Ich lese das gerade extra nicht vor, weil es so schnell ist teilweise. So kurze Sachen gehen zwar immer, aber ich bin recht langsam beim Lesen. Und wenn ich mich verhaspel immer wieder, dann finde ich das unangenehm, als wenn ich es gar nicht vorlese. Also bis Heaven's World habe ich immer vorgelesen. Hier geht mir das leider zu schnell. Ich weiß nicht, ob man das nicht irgendwie runterstellen kann. Ich habe da noch nichts gefunden zu. Deswegen bitte ich um Nachsicht. Weil bei vielen Wörtern verhaspel ich mich dann und geht mir dann selber auf die Nerven. Kann ich es nur halb genießen. Oh, wirklich beachtlich. Der Herrscher Bahamuts hat seine Macht demonstriert. Macht mein Luftschiff bereit. Meine Aufgabe hier ist erfüllt. Ich will nach Alamigo zurückkehren, um die Beute mit eigenen Augen zu sehen. Nett. Hast du dich jemals gefragt, warum ich dich, eine unbedeutende Informantin, zur Statthalterin ernannt habe? Oh. Weil ich damit ein abschreckendes Beispiel für andere Provinzen setzen wollte. Doma sollte leiden. Und ich wusste, mit deinem abgrundtiefen Hass würdest du diesen Zweck hervorragend erfüllen. Und ich erwarte, dass du weiterhin diesen Zweck erfüllst. Solltest du die Kontrolle über dieses Land an den Widerstand verlieren, dann wage es nicht, mir noch einmal unter die Augen zu treten. Erfülle deine Pflicht, oder Doma und seine Statthalterin sind Vergangenheit. Yotsuyu, alles klar? Vor Xenos bekomme sogar ich Angst. Autsch! Klar! Der Widerstand wird von dieser legendären Heldin aus Eorzea unterstützt. Meiner Wenigkeit. Du bist ihr früher schon begegnet, oder? Ich lasse dir freie Hand. Finde und vernichte sie. Und ihre Gefährten gleich mit. Das wird nichts. Echt? Ich darf sie mir vorknöpfen? Vielleicht solltest du erstmal das Flösterchen da wegnehmen. Oh, sie ist es, meine Erzfeindin. Dieses Mal zerquetsche ich sie. Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, das geht da hinten los.
Hier müsste es sein. Ach nein. Seit Nitok Schatten von mir genommen wurde, habe ich die Drachenaugen nicht mehr gespürt. Und doch bin ich jetzt hier. Wenn sie mich hergeführt haben, dann besteht ihr Einfluss weiter. Also muss ich sie ein für alle Mal zerstören. Nicht wahr, Alfino? Ja, wir können endlich fliegen. Juhu. Endlich. Endlich. Aber hier sind trotzdem noch blaue Quests, die ich gerne annehmen würde, sofern es geht. Wie weiß, was es für welche sind. Schaffen Wolfspelz. Ah ja. So. Ich will einmal ganz kurz was nachgucken. Ganz kurz. Okay. Ich würde sagen, ich werde noch so eine halbe bis eine Stunde auf jeweils die Hauptstory verfolgen. Danach würde ich sagen, mache ich ein paar Innis. Ich glaube, das ist eigentlich ein recht guter Plan. Weil vielleicht komme ich heute ein bisschen früher ins Bett. Ich glaube es ja nicht. Gibt mal etwas, was ich dann tragen darf. Was mir auch was bringt. Dass ich das so erleben darf. Ah, da hinten. Da hinten müssen wir hin. So, wer dann Lust und Laune auf ihn hat, kann gern zukommen. Was ich auf jeden Fall schon mal mache, ist. Ja, ich weiß. Schon einmal in den Discord gehen. Für später. Für den Fall der Fälle, dass entweder beide Bots betreiben wollen oder die F40 Crew. Mal schauen. Oh Gott, ist das schön, endlich fliegen zu können. Will ich eigentlich wissen, was das da genau ist? Wahrscheinlich nicht, nein. Das ist gar nicht die Hauptquest, ne? Was? Ach, da müssen wir hin. Okay, dann machen wir das aber trotzdem einmal.
einmal hier hin. Wir müssen es einmal kurz abgeben. So, Reparaturen. Alles reparieren lassen. Okay, du hast sonst noch dieser Blatt dabei. Dann geht's erstmal Richtung Rubinsee. Das kann auf jeden Fall jetzt ein bisschen dauern. Super, welcher sind wir eigentlich? Schon bei den 65ern. Das ist gut. Also haben wir bald ungefähr die Hälfte. Wir sind in der Rubinsee. Und mit Sturzflug nach unten. Welchen Jury? So, wo jetzt hin? Ah, da hinten hin. Jetzt bin ich gespannt, wie das nächste Gebiet aussieht. Wenn es ein neues Gebiet ist. Kann auch sein, dass es einmal im gleichen Ding geht, aber ich glaube nicht, ne? Das muss dann ein anderer Teil der Welt sein. Hoffe ich. Nett. Vor uns, soweit das Auge reichte, erstreckte sich die prächtige Asim-Steppe, Heimat unzähliger Nomadenstämme. In diesem fremden Land, mit seinen eigenen Mythen und Legenden, suchten wir nach dem Schlüssel zur Befreiung Domas. Entschlossen schritten wir voran ins Unbekannte, mit dem Wind im Rücken und der Hoffnung im Herzen, denjenigen zu finden, der uns neue Kraft schenken würde. Ja, die Gegend gefällt mir, glaube ich. Muss jetzt aber einmal hier nochmal
So. Gucken wir mal, ob das so geht mit den Einstellungen. So, ich möchte einmal kurz gucken, wo der Windätherquelle ist. Dann haben wir ja bald alle Gebiete. Das ist dann jetzt Shadowbringer. Ja gut. Okay, wir sind in der Siebensteppe angekommen. Hier können wir einmal in das Dorf da gehen. Bin gespannt, was da kommt. Lauf ein bisschen. Uah, nein, raus aus dem Fotomodus. Ich will den Fotomodus gerade nicht. So. Das kann ich einmal kurz zurücksetzen. Perfekt. So, dann direkt erstmal harmonisieren. Ich weiß, dass ich sonst wieder vergessen werde. Natürlich mit. Oh, zumindest aber was nicht schlechter ist. Das ist ja auch schon mal viel wert. Auch so eine coole Rüstung haben. Ich könnte zwar nochmal am Marktbrett gucken. Aber ich glaube, es gibt gerade eh nichts Neues. Informationen sammeln. Ja, dann sammeln wir mal Informationen.
Und einer noch. Das eigentlich für komische Wesen. Bis auf das, der Schwanz, sehen sie ja echt niedlich aus. Pferdehüter. Gib ihm Sagen, Fettmodus über das und du oder virtuell, dass du in Mull ein Dienst begleitet zu finden. Okay. Bin zu weit entfernt. Zu weit entfernt von was? Und den hier. Okay, die ist es nicht. Ich glaube, das wird dir nicht besser. Okay, wir haben sie. Ihr Futin! Ganz kurz die Haare gerichtet. So viel Zeit muss sein. Und die Musik beginnt wieder von neuem. Ja gut, dann nehmen wir die Chakrams mal mit. Ich glaube, bis auf gut, das Oberteil kann ich dann ja wieder umwechseln. Weil beim Oberteil würde ich gern weiterhin das Ding behalten. Ne, das ist es nicht. Das hier ist es. Also den Rest hätte ich halt gerne. So. Ich guck schon mal, was wir davon als nächstes nehmen könnten. Hm.
sind jetzt nicht so tolle Sachen. Ich glaube, ich wüsste, für was ich mich entscheide, aber abwarten. Oh, warte mal. So, jetzt hier. Jetzt Sache. So. Ihr habt doch jetzt auch einmal neue Sachen. Da nicht. So, ja, das bist du ja. Gut, für die restlichen Klassen glaube ich noch nicht. Wo ist denn dafür jetzt die Hose schon wieder abgeblieben? Das? Oh, das sind die Schuhe. Ich glaube, die waren's. Doch, ja. Wie war das? So, sehr gut. So, im Westen sollten wir sowieso wegen der Windgitterquelle. Zuerst suchen wir die Quelle. Dann den Rest. Wir müssen auf jeden Fall weiter Richtung Westen. Gut, hier gibt es aber viele Ätheriten. Vorbeigelaufen. Wunderbar. Und wieder zurück. Dich brauche ich auch. Einen brauchen wir noch. Sieben auf der Warteliste. Alter, ernsthaft? Das ist aber ganz schön heftig.
Warteliste für die Inni oder Warteliste, um ins Spiel reinzukommen? Boah, also so viel hatte ich noch nicht. Ich glaube, das Höchste, was ich hatte, war 109. Das war das Höchste. Ich level gerade meinen Gladiator 15. Falls du mal mit dem Pygmäen Innis willst, kann ich für dich tanken. Sehr gern, sehr gern. Also ich habe auch mehr als genug zur Auswahl, falls du einen Heiler oder DD brauchst. Falls du irgendwann mal mit Tank rein willst. Also wie gesagt, gleich geht's ja, beziehungsweise, ja doch, jetzt geht's eigentlich gleich mit den Innis los. Ich gebe jetzt nur noch kurz die Quest hier ab. Und guck dann, was ich da noch so ein bisschen im Questlog habe, was noch weg könnte. Und danach wäre ich soweit. Ne, was kommt jetzt? Na, konntest du was herausfinden? Du hast jemanden aufgespürt, der weiß, wo sich mein Herr aufhält. Exzellente Arbeit. Ihr könnt uns sagen, wo unser Herr ist? Ich danke euch vielmals. Aber nein, das ist doch nicht der Rede wert. Ich muss mich bei euch für eure Hilfe bedanken. Das gehört mir. Ich war zuerst da. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Du weißt nicht, wer wir sind? Dann will ich es dir sagen. Wir sind die Herrscher der Azim-Steppe. Ich dachte, das hättet ihr endlich mal kapiert. Oder haben euch die ständigen Schläge auf den Kopf, die ihr bei euren Kämpfen einstecken müsst, etwa taub gemacht? Du wagst es, meinen Stamm zu beleidigen? Du hängst wohl nicht besonders an deinem Leben, was? Doch was rede ich überhaupt mit dir? Du tickst ja nicht ganz richtig. Genauso nett. Wie euer Stammesführer. Wirklich nett. Die sind so charmant zueinander. Der Groll zwischen den beiden scheint ziemlich tief zu sitzen. Wenn ich mich nicht täusche, ist der eine ein Dothal und der andere ein Oronir. Die Dothal und die Oronir sind zwei mächtige Steppenstämme, die sich um die Vorherrschaft im Südosten der Azim-Steppe streiten. Da kann ich nicht mal eine anständige Hose leisten. Ist echt so. Zurzeit haben die Oronir die Oberhand. Die Oronir sind sehr in ihrer Religion verwurzelt. Sie glauben, dass sie direkte Abkömmlinge des Sonnengottes Azim sind. Sie sind ungeheuer stark. Die letzten Jahre konnten sie in allen Wettkämpfen den Sieg erringen. Kann sein, dass dies einigen von ihnen zu Kopf gestiegen ist. Doch die Dothal können es an Stärke durchaus mit den Oronir aufnehmen. Bis sie von den Oronir verdrängt wurden, besaßen sie die Vorherrschaft in ihrem Gebiet. Der Kestir scheint den Streit geschlichtet zu haben. Er ist der Veranstalter dieses Marktes. Auseinandersetzungen auf dem Markt sind strikt untersagt. Vermutlich hat er ihnen mit Marktverbot gedroht, wenn sie sich nicht an die Regeln halten. Wortlos gedroht, denn die Kestir sind ein äußerst wortkarger Stamm. Worte sind für sie die Wurzel allen Übels. Nur dazu da, um die Wahrheit zu verschleiern. Interessant. Die Steppe scheint ja von recht unterschiedlichen Stämmen bevölkert zu sein.
Ist das nicht in jeder Region in den Das letzte Ländern? Wort in dieser Angelegenheit ist noch nicht gesprochen. Wir sehen uns beim großen Kampf. Klar, du ziehst dich warm an. Ich freue mich darauf. Wenn ich mit dir fertig bin, kannst du von Glück reden, wenn du überhaupt noch einen Fetzen am Leib hast. Okay. Haben die gerade von einem großen Kampf gesprochen? Was meinen sie damit? In allen Gebieten der Azim-Steppe finden einmal im Jahr Wettkämpfe statt. In dieser Wettkampfzeit, die bei uns Zargan-Sar heißt, bereiten sich die Stämme auf Nadam vor, den großen Kampf, der am letzten Tag stattfindet. Derjenige Stamm, der als Sieger hervorgeht, darf bis zur nächsten Zargan-Sar über die anderen Stämme seines Gebiets herrschen. Unser Gebiet befindet sich gerade mitten in der Wettkampfzeit. Ach, davon höre ich zum ersten Mal. Dann bereitet sich dein Stamm ebenfalls auf den großen Kampf vor? Scheinbar. Nicht alle Stämme nehmen teil. Einige haben schlichtweg kein Interesse daran, über andere zu herrschen. Andere halten sich aus geschäftlichen Gründen aus den Kämpfen heraus. Die Kestir zum Beispiel sind als Marktveranstalter um eine neutrale Position bemüht. Wir vom Stamm der Mol sind die Schwächsten unter den Schwachen. Wir meiden die Konfrontation und leben ein zurückgezogenes, friedliches Leben am Rand der Steppe. Zumindest war dies bisher so. Doch lassen wir das. Ihr sucht doch Prinz Hien. Ich weiß, wo er sich aufhalten könnte. Die Schwächsten unter den Schwachen schon mies. Hm? Dezent? Ich glaube, so minimal sind sie am Arsch. So, was gibt's beim nächsten Mal? Nein. Nicht ernsthaft. Da gibt's die Rüstung, die ich da kriege. Also, die ich schon habe. Die ich da kriege, genau. Wir kriegen jetzt die Rüstung, die wir schon besitzen. Sehr cool. Wir besitzen sie nur Jahre vorher. Nett. Na gut, dann würden wir uns da wahrscheinlich eher für hier solche Schulen entscheiden. Wenn sie verkaufen, dann bekommt ein bisschen Geld zurück. Das wäre auch eine Option. In der Tat. So. Du hast bestimmt eine, ja, eine Windeater-Quest für uns. So. Ein Kampf für die Freiheit. Ein Kämpfer für die Freiheit. Was ist das dann? Okay. Gut. Dann machen wir hier beim nächsten Mal mit der Hauptstory weiter. Dann kümmern wir uns jetzt ein bisschen um die Inis. So, dafür gehe ich einmal zurück nach Redania. Und überlegen uns jetzt, was wir als nächstes tun. Mit wem wir leveln und was und wie und wo. Ne? Welche Idis hier machen? Oh Gott, wo bin ich bei dieser Bühne? Oh, muss ich mir doch den Energy gleich auspacken.
Guck noch einmal kurz am Marktbrett. Ob es vielleicht mittlerweile neue Waffen gibt für mich. Wenn es denn mal lädt. Die sehen cool aus. Bringt mir nur nichts. Es hat aber auch keiner irgendwie mal irgendwas, was wir benutzen, also, ne, verwenden könnten. Glitzer-Effekt. Was hätten wir noch? Okay. Gut. Dann nichts. Hab ihr schon verstanden. Das Spiel hindert mich selbst daran, Geld auszugeben. Ist ja schon mal gut. Leuchtwaffen dafür kriege ich dann erst ab 70. Aber ich will doch, dass es glitzert und funkelt. So. Also. Außer für die großen Innis. Also Hauptszenario oder so. Fallen auf jeden Fall Tänzer und Barde raus. Also die beiden. So, was wir leveln könnten, wäre mein White Mage. Aber ich glaube, da übe ich erstmal nochmal die Tage Kleider. Könnt den Faustkämpfer pick mir. Das war's dann, glaube ich, schon. Na gut, den Samurai könnten wir noch machen. Aber da müsste ich mir erst bei die Mechaniken angucken. Vielleicht probier's so erstmal aus. Eigentlich wäre es ja auch gar nicht schlecht, wenn ich den auch ein bisschen leveln würde. Wenn ich ihn schon mal habe. Jetzt, da haben wir nichts anderes. Das ist noch Stufe 1. Schurke und Hermetika ist auch Stufe 1. Gut. Ich würde sagen, der Faustkämpfer. Schauen wir mal. Wir könnten halt nur Stufensteigerungen machen oder halt jede Inni einzeln einmal anklicken. Es geht nochmal an. So. So. Gut. Ja, dann würde ich erstmal eine einzelne, also eine normale Indie nehmen. Glaube ich. Mit der wir leveln. Wo er mehrmals Stufen aufsteht, geht ja auch. Wer mit möchte, kann mir das gerne schreiben.
Hilfe. Der Kerl macht mir Angst. Hier, ich. also ich würde mit meinem Faustkämpfer Level 31 in die Stufensteigerung reingehen. Ich könnte auch mit dem Pekinier. Das sind nur 10 Level. Nee. 20 Level Unterschied. Passt. Bist du mittlerweile drin, Dufte? Ja, bist du. Ja, hab's geschafft. Sehr gut, sehr gut. Genau richtig zum Anpfiff. Ja! In der Tat, in der Tat. Sondern wenn du mit möchtest, kann ich dich gerne hinzufügen. Gott, dieser Lache, ey. Bei Stufensteigerung musst du mindestens Stufe 16 sein. Ab Stufe 16 kriegst du ja die Stufensteigerung und dann ist es egal. Dann wird dir ein Ding zugeteilt quasi. Lass dir Zeit. Uns hetzt heute keiner mehr. Das würde mir vielleicht erstmal im Discord stimmen gestalten, ne? Wäre vielleicht ganz gut. Ist stumm? Doch. Ja, okay. Jetzt ist es stumm. Gott, der ist immer noch am Lachen. Mann. Macht überhaupt keinen Sinn, weil ich da so allein rumstehe, aber. Ja, passt schon. Ich meine, wenn der da lachen kann, kann ich auch lachen. Mir juckt sie übrigens in den Fingern. Wegen der FG. Okay. Irgendwie findet er dich nicht. Nee. Angeblich gibt's deinen Namen nicht.
obwohl ich dich hier sehe. Eigentlich nicht. Eigentlich ist das weltübergreifend, wenn wir uns jeweils in der Freundesliste haben. Eigentlich. Kannst du es uns auch gern versuchen, aber... Arik Malagult. Weißt du. Aber angeblich... angeblich gibt's deinen Namen nicht. Dein Charakter. Da ich dich aber vorhin gesehen habe, kann ich ausschließen, ne? Oder du ja auch da drin bist. Macht das gerade herzlich wenig Sinn. Na? Wie gesagt, eigentlich ist es weltübergreifend, sobald wir uns in der Freundesliste haben. Eigentlich. Gott, ich habe einen Ohrwurm. Ich kann auch das Hörübergreifend ändern eigentlich. Ja, eigentlich ja. Sollte aber recht schnell gehen eigentlich. Aber bei Duft habe ich es ja auch geschafft. Dufte und ich sind ja eigentlich auch nicht auf einer Welt. Wobei ich auch gerade seltsam finde, dass ihr nicht weltübergreifend steht, aber... Nee, in der Spielerliste aber auch nicht. Und von Quintania habe ich eigentlich mehr, glaube ich, in der Liste. Eigentlich. Mehrere. Quintania. Okay, nee. Ich habe zwei von Zodiac, einen von Lich. Und bei dem Rest weiß ich es nicht. Ich glaube, der Elfte ist Shiva. Meinst du, ich will so ein ohne dich machen? Mir ist es egal, wir können auch noch so lange warten, bis du da bist. Ja, an mir soll es nicht liegen. Also ich hab's halt mir gerade, das wird halt was auf. Würde ich sehen, das würde ich eigentlich auch machen. Bin Position 44 mit geschätzter Dauer von mehr als 30 Minuten. Ah. Ich glaube, das geht schneller. Aber gut, dass Duft das sagt, dann kann ich auch einmal ganz kurz das Inventar ausmisten. Klinge. So. Gut. Arsenal öffnen. Weiß nicht, welchen ich davon jetzt... Ah, ich glaube, den habe ich dran. Mal anprobieren. Ne, den habe ich nicht dran.
Traumaturgwaffe kann ich auf jeden Fall behalten. Das kann ich verkaufen. Das kann ich auch verkaufen. Das soll ich womöglich nicht verkaufen. Das auch noch nicht. Epp. Die 60er brauche ich sowieso noch. Ja, ich brauche eher Gil. So, jetzt ist nur die Frage. Ich weiß gerade nicht, was ich für einen Bogen am Dings denn hab. Den Challenge-Bogen, okay, den habe ich drin. So. Geben oder nehmen? Banal. Ich habe hier überhaupt nicht viel, ne? Angehilfen übergeben. Den brauche ich noch. Angehilfen übergeben. Das sind schöne Bögen, die brauche ich. Ach, das war der, ne? Warte mal. Ja, okay, den will ich behalten. War nämlich cool, der Stab. So. Ah, verkaufen. Das ist gar nicht mal so einfach. Irgendwas zu finden, was man verkaufen möchte. Irgendwas muss hier mal weg. Das hier kann zum Beispiel auch weg. Ach, komm schon. Der Haarreif. Bin seit 10 Minuten in der Crew und nur noch auf Position 43. Ah. Ich glaube, jetzt wollen aber auch verdammt viele FF14 spielen. Frische haut sich nun in die Falle. Gute Nacht zusammen. Gute Nacht, Frisches. Ich komme gleich nochmal hoch. Ich will nur erstmal kurz das Ding hier durchkriegen. Also, wir können hier auf jeden Fall alles verkaufen. Es wäre jetzt egal, ob das der schwarze Mann auch tragen könnte. Hauptsache, ich habe ein bisschen mehr Platz.
muss ja die Vieh sein. Das Schlimmste ist, hier habe ich ja auch noch so viel. So, das kann auf jeden Fall damit rein. Will ich so, glaube ich, nicht tragen. So. Okay. Wenn dir das lieber ist, dann machen wir das von anders mit den Innis. Wenn es nicht ganz so voll ist. So, dann werde ich einmal ganz kurz Rutschus gute Nacht sagen. Und, warte mal, ich kann hier einmal ganz kurz, so lange wie ich hier drin stehe. Ein wunderschönes Lied anmachen. Und...